Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu. Ja, zu was? Los, sagt es selber. Ich will es euch hören von euch. Lauter! Ich höre es nicht! Genau! Skyrim, oh yeah. Und wir gehen jetzt hier rein zu Hemeras Höhle oder Homeras Mele. Keine Ahnung. Hemeras? Hoameras? Hormers, ich hab's nicht mal richtig gelesen. Ich habe nur ein O und ein A gelesen und der Rest ist einfach nur in meinem Kopf entstanden. Ich liege aber wahrscheinlich sehr, sehr nah dran. Kann man das hier sehen? Ne, das steht wahrscheinlich Skyrim, ne? Okay, Leni muss mitkommen, weil das hier, glaube ich, nur ein Durchgang ist oder so. Huch! Vampire. Willst du den Schock deines Lebens erleben? Bam! Okay. Ich weiß, das war nicht der Schock deines Lebens, das war wahrscheinlich nur ein kleiner Funke, der dich im Hinterkopf gekratzt hat. Aber naja, Vampire! Sehr schön. Ich dachte, das wäre nur eine kleine Lücke. Vielleicht gibt es heute komplett noch. Was? Sprich ruhig zu Ende, Madame! Ich höre dir zu. Wenn du nicht tot wärst. Ja, wir sammeln wieder alle Utensilien, die wir brauchen. In der letzten Folge war es die Trollkirsche, jetzt ist es der Vampirstaub. Und im Spezial war es, glaube ich, der makellose Rubin. Der makellose Rubin, genau. So. Hallo Vampirdiener, ich möchte gerne Zaubertränke. Dir das Gift geben hier. Und deswegen mag ich Lady nicht. Fürst der Nacht, ach so. Das sind einfach nur ganz hochrangige Vampire, weil ich auf einem sehr hohen Level bin. Ich dachte, ich hätte das etwas erklärt gedacht. So einiges. Ich darf Lady nicht töten, ey. Ihr erinnert mich an die Katze meiner Cousine. Die habe ich auch getötet. Oder Lady, bist du tot? Nein. Wieso? Achso, ich dachte, du hast ja an der Muschi rumgekratzt. Ach du Scheiße, ist ja echt stark. Okay, schaffe ich das noch, Wunden schließen zu machen? Ansonsten nehme ich nämlich Leni weg. Nein! Wir fahren nämlich ohne Leni fort. Ich habe das jetzt extra so riskant gemacht, weil ich gerne mein Gift unter die Leute bringen möchte. Und wenn wir dem Vampirfürst da, oder Fürst der Nacht, dem hochrangigen Vampir ja, das Gift, nee, nicht das Gift, sondern die Waffe wegnehmen, kann er eigentlich nichts mehr machen. Wir können ihn schön mit unseren Blitzen bearbeiten. Ja. So, Leni, es tut mir echt leid für dich. Aber in Höhlen brauche ich dich nicht, weil ich in Höhlen gerne schleiche. Das ist eigentlich mein Lieblingsjob, schleichen. Nein! Doch! Weißt du sowieso nicht, wo ich bin. Seid doch unfähig, mich zu finden. Dann gehen wir diesmal nämlich hoch. Wieso bin ich so langsam gerade gewesen? Das kam so vor, als würde es lecken. So, den Dietrich nehmen wir mit, haben wir noch nicht genug, ne? Oder den Rest kannst du gerne behalten. Was haben wir denn hier oben? Achso, da quatscht jemand vor sich hin. Oh, Gold! Eine kleine Menge und ein paar Eisenpfeile, die wir sowieso nie benutzen. Bis uns die Drachenknochen wahrscheinlich ausgegangen sind, weil ich jedes Mal vergesse, die Drachenknochen abzustellen und dann damit schieße. Yeah! Ich bin der King. Der Pro. Gerade erst genährt, of the Rock and Roll. So, Blut, aber wo? Oh. Alle. Was hast du denn so schönes? Zaubertrank der Gewandtheit. Redekunst. Cool. Nehme ich mit. Die Dietrich auch übrigens. Ich möchte dich gerne mit Gift töten. Was ich derzeit denken kann. Zaubertränke, oder? Das letzte Opfer war so gut. Hallo? komm, geben wir gleich nochmal Gegengift. Schwaches Gift, komm. Hat Widerstand widerstanden?
Widerstehen sie Giften? Was war das? Gar nicht. Der andere hat's nicht getan. Du bist scheiße, du hast zwei Gifte von mir geschluckt. Dreck. So, da haben wir unser Vampirstaub wieder. Okay, Vampire werde ich nicht vergiften. Das ist eine schlechte Idee. So können wir wenigstens schon mal gegen die Vampire trainieren. Da hinten ist der Fürst. Achso, das war nur ein Vampir-Diener. Deswegen konnten wir den vergiften. Ah. Ach, wir können den gar... Ach, wir können hier gar nicht die Waffen abnehmen, ne? Hey! Der ist wieder aufgestanden. Huch! Der schreckliche Korb der Macht. Hallo? Gott, nein. Wer ist da? Die Katze deiner Cousine. Ich geh immer hoch. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Okay, es sind nur die beiden, ne? Und da hinten ein bisschen was. Scheiß Vampir-Diener. Ah, du Scheiße, ist ja voll mit denen. Vielleicht hole ich für die erstmal meinen Drachenknochenbogen raus. Was war das? Oh, ich erinnere mich gerade. Scheiße. Ich hätte nämlich mein Dolch verzaubern können. Und dann mit meinem Dolch ein bisschen krass abgehen können. Hätte ja auch bestimmt Bock gemacht, ne? Ach du Scheiße, wie stark ist denn die? Ich bin übrigens infiziert, habe ich gerade gelesen. Ich glaube, von hinter mir schlägt hier jemand. Jemand schlägt mich von hinten. Wie viele Pfeile willst du noch im... Willst du mich verarschen oder was? Hat sie sich unsichtbar gemacht? Fürst der Nacht, alter Schwede. Bevor ich mich hier rumplagen muss. Können wir irgendwelche Gifte schon herstellen? Gesundheit senken. Nee. Das behalten wir mal. Wer weiß, wann wir es wieder bekommen. Ich meine, wir können jederzeit zur Hütte hingehen. Gar kein Problem. Aber, naja. Ich möchte gerne meine Krankheit heilen, falls wir noch einen Trank haben. Müssten wir aber noch haben. So, Zaubertränke. Krankheitsheilung haben wir noch ein paar von. So. Hoffen wir mal, dass ich das jetzt widerstanden habe. Oh, wir brauchen unbedingt bessere Blitzfähigkeiten. Das Problem ist auch, durch unsere neue Rüstung macht unser Bogen nicht mehr so viel Schaden. Wie wir es eigentlich gewohnt sind. Deswegen war der Kampf auch gerade schon so hart. Was war das? Ich muss mich echt bemühen, dass wir echt langsam mit Blitzen ein bisschen mehr Schaden machen. Uralter Vampir? Was ist stärker? Fürst der Nacht oder uralter Vampir? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Huch, der ist ja stärker. Nein, ich war nicht. Ich war es nicht. Ist da jemand? Ich brauche unbedingt bessere Fähigkeiten, ne? Ein Bandit hat sie am Start. Den Banditen holen wir uns als allererstes. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Genau, ich habe nichts getroffen. Hier drüben, ja. Zerstörung auf 45, das ist gut. Ich kann euer Blut riechen. Verzieht euch. Naja, ich mache euch alle fertig. Ihr seid nämlich da richtig schön gefangen. Und jeder kann nur einzeln auf mich. Niemand kann mich besiegen. Ich bin der King of the Rock'n'Roll. Und du? Du bist schwarz, weiß ich nicht. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Sorry. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich habe gerade erst gemerkt. Scheiß Billig. Okay, das hat's übrigens nicht gebracht. Wie viel kleine Heilung haben wir eigentlich? Alter Schwede.
Was? Du bringst mich hier fast um und willst Gnade? Was ist dein Ernst? So, und plötzlich haben alle diese Vampirrüstungen. Und oh mein Gott, bist du hässlich. Wir müssen unbedingt viel mehr reißen als Magier. Wieso tue ich das überhaupt, ey? Wieso versuche ich überhaupt eine andere Schiene? Es ist doch echt zum Verzweifeln. Komm, wir gehen hier hin, weil unser Quest, die uns hier nicht hinführt. Särge. Warum liegen hier wohl Särge? Schlafen die drinnen vielleicht? Oder bestatten sie da ihre Toten? Ich meine, es gibt ja Klischees, ne? Aber man muss die ja nicht unbedingt einhalten. Schlossknacken auf 95. Wir kommen der Sache näher und immer näher. Bis wir sie zurücksetzen. Schlossknacken, ganz ehrlich. Da setzen wir sowieso keine Skills rein. Und ja, das war's eigentlich. Da setzen wir keine Skills rein. Bandit. Da geht's dann wieder hoch. Hey, wir springen sie, wir schnell am Schleichen. Frage ist nur, ob die uns entdecken. Tja. Warte. Hemas Schande. Hemas Schande, okay. Hemas. Ich hab gewusst, dass es irgendwas mit A und O ist. Oder beziehungsweise A und A. Oder was? Nee? Oder ein A und E? Ich glaube, es war ein A und ein E, ne? Egal, egal. Verzeiht mir meine Schwäche. Ich habe eine AOE-Schwäche. Ich habe eine Flächenschaden-Schwäche, Leute. Wusstet ihr das nicht? So. Warte, AOE, ne? Das sind alles... ich weiß gar nicht, mein Deutschunterricht ist so lange her. Stumme Vokale oder wie hat man das genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Na gut, da fehlt eigentlich noch das I, ne? Naja. Und das U. Okay. Ich hab mich wieder geirrt. Das tue ich ja gerne in letzter Zeit. Was war das? Ach so. Das ist deine Vorderseite. Tut mir leid, aber dein Gesicht sieht aus wie dein Arsch und da dachte ich, das wäre deine Rückseite. War nicht meine Absicht, dich zu beleidigen, aber es war halt echt so. Wie ich ihn verarscht habe. Wahrscheinlich verarsche ich mich gerade selber, weil ich zurücklaufe. Das war schon alles? Wirklich? Sterben. Niemand kann dagegen mehr. Achso, das ist Barbas. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum der Wolf nicht krepiert. Ah, oh, das ist Barbas. Ein männlicher Meister der Nacht. Wie gut, dass die mich nicht sehen und Schleichen auf 70 verbessert. Jawohl. Bald werden wir wieder komplett unsichtbar sein. Na gut, wir sind schon fast komplett unsichtbar. Mache ich dem überhaupt Schaden? Ja, diese Leute werden uns wahrscheinlich im DLC des Öfteren begegnen. Und das heißt, wir werden in den letzten Folgen definitiv wieder an einer Rüstung arbeiten für Bogen, glaube ich. Und die da mitnehmen. Oder ich glaube, wir schaffen es auch so mit der Magie, ne? Weil spätestens Ende der nächsten Staffel sind wir ein OP-Magier. Deswegen belassen wir das einfach so. Ach, du lebst ja noch! Da macht er sich unsichtbar. Hey! Blutiger Vampir, gib mir ein paar Level für meine Magie. Gnade! Ist ja nur ein bisschen nervig. Hallo Barbas. Okay. War das Barbas oder Barbas? Oder Barbossa? Nee, Barbas, okay. Oder? Waren das A's bei dir? Kennst du meine AOE-Schwäche? Okay. So, nehmen wir das mit. Haben wir dich schon... Ja, wir haben dich schon getrollt. Barbas, sag ich doch. Puff. Tragt euer Anliegen vor. Fürst, weil Geringste, ich habe eine Bitte an euch. Kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen.
Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Bla. Was für ein Geschäft können wir machen? Ich bin hier, um euch mit Barbas zu vereinen. Macht den Bürgerkrieg ein Ende, der mein Land heimsucht. Der ist zu Ende. Macht die Macht, alle zu töten, die sich mir in den Weg stellen. Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Es gibt eine Axt. Eine wie lautet euer Angebot? Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Reiffelsenhöhle. Mhm. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Okay, beschaffe dir mit Barbas Hilfe die Axt der Reue. Okay. Sag mir bitte nicht, dass ich alles zurücklaufen muss. Hier muss doch ein Ausgang sein. Da ist doch ein Ausgang. Muss doch so eine Art Hebel sein. Barbas! Aus! Einer von Clavicus Kleinen. Und welche Geschichte steckt hinter der Axt der Reue? Namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsene verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Okay. Hey, cool. Danke. Yeah, ich bin frei. Ja. Gut, wir haben Leni zurückgelassen. Ne? Wir holen uns sie uns gleich wieder, dann können wir auch die Folge beenden. Doofe kleine Leni. Dass sie nicht von alleine drauf kommt, dass sie gebraucht wird, ne? Eigentlich. Ja gut, es gibt ja tatsächlich den Kinect-Befehl Begleiter folgen, aber ich glaube, er muss im gleichen Raum sein zumindest. Wieso haben wir so viele Quests? Was soll der Scheiß? Bam. Aha, was ist das? Dämmerwacht, achso. Na gut, wo müssen wir dafür hin? Wir müssen... dafür in diese Höhle da hinten. Gut, da waren wir noch nicht. Ich würde mich aber gerne hier erstmal umsehen und was heißt hier umsehen? Wir springen hier runter. Klasse. Wir müssen uns gar nicht teleportieren, weil die Höhle, die wir suchen, tatsächlich gleich hier ist. Man hätte sich hochbaggen können, aber dann wären wir halt nicht durchgekommen wegen dem Zaun. Was natürlich ein bisschen scheiße ist. Aber dadurch, dass wir uns nicht teleportieren müssen und wir den kurzen Weg hier hatten, können wir tatsächlich noch ein, zwei Minuten drauflegen. Muss ja nicht so früh sein, dass wir Schluss machen. Und übrigens, wir sind fast Level 63. Wir steigen im Ansehen. Ich hatte, glaube ich, gesagt, so, dass wir Ende dieser Staffel irgendwie 63 sind, ne? Ich glaube, dafür haben wir 30 Folgen, zumindest 20, 30 Folgen, glaube ich, haben wir dafür gebraucht. Ich glaube, im letzten, oder? Nicht. Kann es sein, dass wir beim letzten Spezial auf 62 gekommen sind, irgendwo da im Dreh? Oder kurz davor? Es sind zumindest circa 10 Folgen gewesen. Bestimmt. Aber nur gut.
Dann reisen wir schon mal da, wohin, wo wir hin müssen. Und zwar hier gleich oben. Zum Glück haben wir so viel entdeckt, dass wir einfach nur mal hier hinreisen müssen. Ich glaube aber, wir können hier nicht einfach hochlaufen. Wir müssen diesen Weg folgen. Und zwar von der Höhle des Echos. Ich habe das jetzt mal meisterhaft kombiniert mit meiner Kombinationsmacht von Detektiv Zero, der alles kann. Außer vielleicht mit dem Bogen schießen, was wir damals gemerkt haben. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und dann sehen wir uns nach dem Ladebildschirm wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.